In diesem Film möchten wir euch erklären, warum man in den Jahren von 1929 bis 1933 vom Scheitern der Demokratie sprechen kann. Die Blütezeit der Weimarer Republik, die sogenannten Goldenen Zwanziger, waren vorbei und Deutschland stand eine große Krise bevor. Wir schauen uns diese komplexen Vorgänge an, indem wir zunächst die Wirtschaftskrise und die Staatskrise einzeln voneinander betrachten. Die Weltwirtschaftskrise wurde im Oktober 1929 durch den Börsenkrach in New York eingeleitet. Die Aktienkurse fallen stark und Banken und Firmen machen Verluste oder gehen sogar pleite. Die Weltwirtschaftskrise macht sich auch bald in Deutschland bemerkbar. Die Arbeitslosigkeit steigt stark und das Volkseinkommen sinkt. Am Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise kommt es schließlich zum Zusammenbruch vom Weltfinanz- und Welthandelssystem. Durch die Weltwirtschaftskrise wurde in Deutschland die schon angesprochene Staatskrise ausgelöst. Die missliche Lage, in der sich Deutschland zu dieser Zeit befand, bewegte viele Bürger dazu, extremistische Parteien der linken und rechten Ränder zu wählen. Die Große Koalition zerbricht, nachdem es schon viele Meinungsverschiedenheiten bei der Regierungsbildung gab, endgültig. In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff der Delegitimierung der parlamentarisch-demokratischen Ordnung wichtig zu erwähnen. Der Reichskanzler Hermann Müller tritt zurück. Der von Hindenburg ernannte neue Reichskanzler Heinrich Brüning bildet nun Präsidialkabinette. Reichspräsident Hindenburg hat dann von Artikel 48 Gebrauch gemacht und Heinrich Brüning zum Reichskanzler ernannt. Somit bestimmte nicht mehr das Parlament, wer Reichskanzler ist, sondern Hindenburg hat sein Notverordnungsrecht genutzt und selbst den Reichskanzler ernannt. Der Reichstag wurde so gesehen ermachtet, da er zwar für die Aufhebung der Notverordnung stimmen konnte, aber dann Reichspräsident Hindenburg laut Artikel 25 einfach das Parlament hätte auflösen können und es somit zu Neuwahlen gekommen wäre. Neuwahlen wurden dann spätestens 60 Tage später abgehalten und in dieser Zeit konnte das Präsidialkabinett allein nur mit den Notverordnungen regieren. Die Gewaltenteilung konnte damit letztendlich ausgeschaltet werden. Brüning hat dann die Sparmaßnahmen weiter verschärft, um den Alliierten zu beweisen, dass Deutschland zahlungsunfähig ist. Letztendlich hat er damit aber nur die Weltwirtschaftskrise weiter vorangetrieben und für mehr Armut und Arbeitslosigkeit gesorgt. Da weitere Neuwahlen gerade für die NSDAP von Vorteil gewesen wären, hat die SPD die Misstrauensanträge der DNVP, NSDAP und KPD geblockt und die Regierung Brünings unterstützt. Sie haben das für sich kleinere Übel gewählt. Somit kam es vorerst zu keinen weiteren Auflösungen des Reichstags. Hindenburg aber hat dies zutiefst gekränkt, da er nun abhängig von den ehemaligen bismarckischen Reichsfeinden wurde und nur durch deren Hilfe genug Stimmen für seine Wiederwahl erlangt hatte. Deswegen kam es zum Sturz Brünings und der neue Reichskanzler Franz von Papen wurde am 1. Juni 1932 von Hindenburg ernannt. Doch wie reagierte die Gesellschaft auf all diese Vorgänge, diese Neustrukturierungen? Am 19. November 1932 melden sich viele führende Persönlichkeiten in Form einer Eingabe bei Hindenburg und begründen ihre Unterstützung seiner Pläne der Neustrukturierung der Regierung und der Politik. Jedoch heißt es auch, dass Hindenburg das Volk hinter das Kabinett bringen soll. Somit möchte man vermutlich verhindern, dass es wieder Aufruhr und Proteste gibt. Nun kann man sich die Ergebnisse der Reichstagswahlen zwischen 1919 und 1933 anschauen. Hierbei fällt auf, dass die KPD und NSDAP einen starken Zuwachs am Stimmen verzeichnen konnten. Gerade die NSDAP erreichte zwischen 1928 und 1932 ein fast exponentielles Wachstum an Stimmen. 1933 verzeichnet die NSDAP einen Stimmenanteil von 45% in etwa. Die KPD hingegen kann die 20%-Marke nicht überschreiten. Es ist offensichtlich, wer in dieser Zeit Stimmen verloren hat. Natürlich die demokratischen Parteien, wie das Zentrum oder die SPD. All dies zeigt, warum man von einem Scheitern der Demokratie sprechen kann. Die Bürger gaben ihre Stimmen lieber extremen Parteien wie der NSDAP, welche für alles andere als eine demokratische Republik standen. Hitlers Machtübernahme nach seiner Ernennung zum Reichskanzler durch Hindenburg stand nun nichts mehr im Wege.